Hallihallo, hallo und willkommen zurück zu Star Wars The Old Republic. Ja, wir haben gerade den einzige Hoffnung, Corellias Widerstand zerbrochen. Und ja, wir haben uns wir haben das Böse vernichtet. Und weil ich zu faul bin. So. Muss ein bisschen laufen, aber das kriege ich schon hin. Irgendwie. Kratzen. Kratzen muss. Kurz. Womit kann ich dienen? So. So, Wally. Hilf von hier dort. So. So. Die nächste Abzweigung dann. Die nächste Abzweigung und dann gehen wir alles ab, was wir so abgegeben haben, ne? Ich kann es nie abschätzen, das ist schlimm. Juggalos sind tot. Es gibt keinen Grund mehr zur Sorge. Gut, gut. Dann kann unser Vorstoß weitergehen. Und eine der seltensten wilden Spezies von Corellia ist tot. Verzeiht, wenn ich das nicht feiere. Beachtet ihn nicht. Er ist nur ein schlechter Verlierer. Was mich betrifft, habt ihr das großartig gemacht. Fahrt mit eurem Vorstoß fort, Lieutenant. Der Sieg wartet. Absolut. Wir schicken in der nächsten Stunde unsere Vorhut aus. Wo muss ich noch hin? Ah, okay. Meine Orientierung, ich hasse es so sehr. Ich
wünschte, nur alle Diener des Imperators wären so fähig. Darth Decimus überwacht unseren letzten Kampf auf Corellia persönlich. Er würde gern mit euch von Angesicht zu Angesicht sprechen. Eine große Ehre. Ihr findet ihn auf dem Kapitolplatz, dem Herzen von Corellias Machtstruktur. Unterstützt den dunklen Lord und übernehmt diesen Planeten für das Imperium. Das mache ich oder kriege ich hin. Scheiße. Dann habe ich privat was zu tun. Ah, ich häng. Gott, oh Gott. Okay. Dann muss ich wahrscheinlich hoch, ne? Ja. Okay. Versteht nicht. Man sieht sie nie, bevor sie einen genau da haben, wo sie einen wollen.
Sie setzen eine Art Tarntechnologie ein, gegen den ein Tarnfeldgenerator wie ein Leuchtsignal wirkt. Aber sie hat eine Schwäche. Sie ist etwas zu gut. Sie können sich nicht einmal gegenseitig ausmachen. Sie müssen sich bei der Koordination auf die Einheitenkommandanten verlassen. Dann trennen wir den Kopf ab und sehen zu, wie der Körper zusammensackt. Exakt, mein Sith Lord. Und ich glaube, ich kenne eine Möglichkeit, sie um ein Vielfaches leichter auszuschalten. Ich habe diesen Tarnfeldgenerator so modifiziert, dass er Felder stört, statt sie zu erzeugen. Er muss nur auf die richtigen Frequenzen eingestellt werden. Scannt damit den taktischen Computer eines Einheitenkommandanten. Dadurch müssten alle Tarnsoldaten unter seinem Kommando enttarnt werden. Das Gerät mit dem taktischen Computer eines Einheitenkommandanten synchronisieren und alle enttarnten Tarnsoldaten ausschalten. Sonst noch was? Das trifft es. Reißt sie für meinen Zug in Stücke. Okay, so. Ich bin Lord Malikus. Ich habe von eurer Stärke in der Macht gehört. Eure Fähigkeiten könnten dem Imperium sehr dienlich sein. Darth Decimus hat mich hier beordert, weil er sich um den Fortschritt dieser Besetzung Gedanken. Der Widerstand hat sich schon zu lange gehalten. Wenn Corellia nicht bald in die Knie geht, werden andere Planeten diesem Beispiel folgen. Diese Rebellen können nur mit Gewalt bezwungen werden. In der Tat. Das Problem steht in ihrer Vorstellung. Sie glauben, nicht aufzugeben, sei dasselbe wie ein Sieg. Es reicht nicht, den Widerstand auf dem Schlachtfeld zu besiegen. Wir müssen ihnen jede Hoffnung. Das Lager im Coronet Arms Hotel ist zu einem Symbol des Aufstands geworden. Wenn sie dieses Hotel verlieren, nimmt diese erbärmliche Rebellion ein Ende. Wenn wir nicht vorsichtig sind, macht diese Sache den Widerstand nur noch hartnäckiger als zuvor. Und genau deshalb müssen wir sie brechen, endgültig und ohne Gnade. Die Soldaten hielten das Hotel trotz zahlreicher Bombardements und schlugen zwei Angriffe zurück. Sie werden jetzt auf dem ganzen Planeten als Helden gefeiert. Tötet sie alle. Lasst den Widerstand erkennen, was der wahre Preis für Ungehorsam gegenüber dem Imperium ist. Wenn es den Zielen des Imperiums dient, kann ich es machen. Eure Loyalität steht außer Frage. Sobald ihr in dem Hotel seid, braucht das Imperium einen weiteren Dienst von euch. Ihr müsst zudem die republikanische Artillerie ausschalten. Wir können nicht riskieren, dass sie ins Hotel zurückkommen und sie wieder einsetzen. Lasst niemanden am Leben. Seid so kreativ, wie ihr wollt. Es wird sich schnell herumsprechen und Corellia wird leiden. Sehr direkt gewesen. Okay. Okay, nach Kamera. Beziehungsweise. So. Ah. Dann gehen wir mal runter. Hallo. Nur wenige hatten das Vergnügen meiner Gesellschaft. Noch weniger haben dieses Erlebnis überlebt. Aber ihr habt euch meine Aufmerksamkeit verdient. Gemeinsam werden wir diese Rebellion beenden. Corellia für das Imperium gewinnen. Die Rebellen auf diesem Planeten geraten ins Wanken. Ihr erbärmlicher Widerstand wird den Tag nicht überleben. In der Tat. Und ich könnte mir niemanden besseren vorstellen, der unsere Schlacht führt. Dank euch gehört der Axialpark uns. Und Darbin Zoll ist in die Republik eingeschleust. Alle Teile sind am richtigen Platz. Jetzt sind unsere einzigen Rivalen im Kampf um diesen Planeten die grünen Jedi, Corellias eingeschworene Beschützer. Solange ihr Rat besteht, wird die Rebellion vor sich hinwuchern. Also vertreibt die grünen Jedi. Leider ist ihre Enklave uneinnehmbar. Deshalb habt ihr geholfen, dass Darbin Zul aus dem Axialpark entkam.
Das korellianische Ratsmitglied hat sich ins Innere der Enklave der grünen Jedi geschlichen. Er wartet jetzt auf Nachricht von ihr. Darth Decimus, was für eine angenehme Überraschung. Es ist an der Zeit, Ratsmitglied. Wenn ihr Corellias Premierminister werden wollt, beweist, dass ihr würdig seid. Lasst uns in die Enklave. Was das angeht, die grünen Jedi haben irgendwie die Sicherheitsmaßnahmen verschärft. Ich kann hier drin kaum atmen. Um ins Innere zu gelangen, benötigt ihr zwei Zugangscodes. Einen konnte ich einem Ratsmitglied der grünen Jedi abnehmen. Ich musste den Kerl umarmen, um nah genug ranzukommen. Es war furchtbar. Woher soll ich wissen, dass das der Wahrheit entspricht? Ich würde niemals lügen. Zumindest nicht euch gegenüber. So hört mich doch an. Nachdem ihr den Axialpark eingenommen habt, hat sich der gesamte Rat der grünen Jedi in die Enklave zurückgezogen. Bis auf Meister Bedok. Er hat sie nicht mehr alle. Bereitet sich ständig auf Corellias bevorstehende Tage der Dunkelheit vor. Jetzt sind sie da und er weigert sich, das republikanische Gründungsmuseum zu verlassen. Der Jedi glaubt also, er kann die kostbaren historischen Exponate der Republik retten. Wie tapfer. Und auch clever. Das Museum ist besser gesichert als die meisten Militärstützpunkte. Außerdem wimmelt es in dem Gebäude von Schocktrupps und grünen Jedi. Ihr solltet also das Museum besuchen. Macht einen Rundgang, seht euch die Ausstellungsstücke an und schnappt euch den Zugangscode von Meister Bedok. Verhaltet euch unauffällig, Darwin. Wenn ich zurück bin, brechen wir in die Anlage der grünen Jedi ein. In der Enklave sagt man, dass sich Meister Bedok in den Tresorkammern des Museums eingeschlossen hat. Deaktiviert das Sicherheitssystem und ihr könnt ihn erreichen. Ihr habt uns gute Dienste geleistet, Darwin. Hudson. Bleibt in der Nähe der grünen Jedi. Wartet auf meine Befehle. Meister Bedok wird euch erwarten. Begebt euch ins republikanische Gründungsmuseum, erlangt den Zugangscode und meldet euch dann wieder hier. Und verursacht nebenher Kollateralschaden. Je mehr Relikte zerstört werden, desto mehr republikanische Geschichte löschen wir aus. Den Kampfgeist brechen ist wichtig. Null Problemo. Dadurch ein neuer Ebene. Gerade nicht in neuer Ebene. Noch nicht vor allem. Ich hasse Jedis, ich hasse Jedis, ich hasse Jedis. Beziehungsweise Jedis sind ja auch nicht gerade so unschuldig. Oh. Knüppeln.
nicht. Schon wieder. Hi. Oh. Schnell durch den Kopf durch. Die kleine Lücke. Warum muss er immer... Wieso muss Felix immer in die kleine Lücke? In der Schürfe so... Ich komm nicht durch. So. Darth Decimus will Neuigkeiten. Die Legislatur wird belagert, aber wir halten uns.
Meine Scouts haben mir berichtet, dass ihr sogar meine hohen Erwartungen übertroffen habt. Ich sorge dafür, dass man in der ganzen Galaxis von diesem Blutbad erfährt. Schon bald wird niemand mehr wagen, sich uns zu widersetzen. Das war kein Krieg. Das war ein Gemetzel. Ich hätte nie zustimmen dürfen. Eure Überempfindlichkeit ist überraschend, aber natürlich. Ihr werdet euch erholen, sobald ihr erkennt, wie sehr ihr uns geholfen habt. Ihr habt dem Widerstand das Herz herausgeschnitten. Das ist das einzige Los für jeden, der sich dem Imperium widersetzt. So. Mach ich noch weiter? Heute 4 Minuten, das schaffe ich schon. Irgendwie sagte diejenige, wo starb, oft bei Dings starb. Aber ich bleib entschlossen. ihr merkt schon, dass ich das Wort Entschlossenheit gar nicht ab kann. Vor allem, was man halt geschnetzelt hatte. Vor allem die Musik. Die Musik! Oh mein Gott! Das ist irgendwo auch verständlich gewesen. Ihr habt es geschafft. Die Sache wird heiß, oder? Barras hat die Samthandschuhe ausgezogen. Dieser Attentäter war bisher der tödlichste. Lasst nichts aus. Ich will wissen, wie es abgelaufen ist. Der Angriff kam plötzlich und war bösartig. Es gab keinerlei Panik oder Verwirrung. Eure Leute haben dem Tod ins Auge geblickt und sind nicht zurückgewichen. Captain Quinn verdient besonderes Lob. Er hat sein Leben gewagt und sich dem Angreifer gestellt. Ich mache einen vorherigen Fehler wett. Meine Hingabe an meinen Meister ist jetzt unüberwindlich. Es gibt nichts, weswegen ihr euch schämen müsstet. Es ist vergessen. Dennoch gehöre ich euch. Genau diese Einstellung braucht das Imperium. Ihr habt Barras Agenten erfolgreich neutralisiert. Das Finale ist jetzt unsere Sache. Wir beide müssen in die Offensive gehen. Solange ihr noch in Gefahr seid, müssen wir vorsichtig sein. Auf einen weiteren Angriff zu warten, gleicht einem Selbstmord. Für den letzten Schachzug hier auf Corellia sind wir beide nötig. In einer geheimen Höhle auf diesem Planeten hat Barras den Geist eines uralten Sirs gefunden und versklavt. Er zehrt von der Macht dieses Geists, raubt ihr alle Visionen der Zukunft. Alles, was er geschaffen hat, entsprang ihrem Wissen. Ach du Scheiße! Okay, das klingt aber nicht gut. Wenn dieser Geist der Grund für Barras Stärke ist, muss er zerstört werden. Nein, sie ist so alt wie die Macht. Sie gehört selbst zur dunklen Seite. Wir müssen sie befreien, nicht töten. Ihr habt die Macht, in diese Höhle einzudringen. Und nur ich kenne das Ritual, das die Fesseln des Geistes löst. Bringt mich zu ihr.
Dann werden wir zum ultimativen Schlag ausholen und Varas von innen heraus unschädlich machen. Oh, das nenne ich nice. Ich mag den Inneren. Und dann bin ich der Begegnung mit Varas noch einen Schritt näher. Wenn wir das geschafft haben, werde ich euch persönlich in die Gemächer des Rats der Sith bringen. Übernehmt die Führung und stellt sicher, dass der Attentäter nicht auf uns wartet. Ich komme auf euer Signal nach. Oh. Ah, ich nehme das. Da. Oh, wie geil! Wie? Ah! Oh ja, Baby, das sieht episch aus. Wow! Tessa, Moment. So und so. Yeah, Alter, sieht das geil aus. Ich werde die nie wieder ausziehen. Ach, da ist die geheime Höhle. Hm? Dann gehen wir. Mal da lang, genau. Wie geil ist das denn bitte? Also jetzt könnt ihr mich wirklich Dings nennen. So, ein bisschen weiter voraus. Und ja, ich beende mal hier und wir sehen uns in der nächsten Part wieder. In Star Wars Republic. Bye, bye.